Vorfahren, bestellen und in weniger als 5 Minuten wird ein frisches Spätzlegericht durchs Autofenster gereicht. Timo Böcklers Spätzle-Drive-In lockt inzwischen Spätzle-Fans aus ganz Baden-Württemberg nach Böblingen. Was ist sein Geheimrezept? Eier, Weizenmehl, Dinkelmehl und Salz. Mehr Zutaten braucht Timo Böckle nicht. Das einfache Grundrezept für Spätzle sind 2 Eier pro Person. Die Mehlmenge wird dann der Eimenge angepasst. Ja, also braucht man eigentlich gar nicht großartig rummachen. Wer Spätzle schaben will, braucht mehr Mehl und einen festeren Teig. Für die Presse sollte er flüssiger sein. Bei Timo Böckle wird mit reiner Muskelkraft gerührt. Wenn der Teig Fäden zieht, ist das Klebereiweiß richtig ausgearbeitet. Für den Küchenmeister kommt nur eine Spätzle-Technik in Frage. Schaben ist eigentlich das Beste. Mit dem klassischen Spätzle-Schaber. Wenn man dann später sieht, wenn wir die Spätzle dann im Wasser haben, dann haben die beim Schaben eine ganz offene Oberfläche, eine ganz offene Struktur. Dementsprechend viel Soße bleibt da dran hängen. Das ist ja das, was man eigentlich haben will als Schwabe. Das hat man jetzt zum Beispiel bei der Presse nicht. Und zum Nachmachen noch mal ganz langsam. Ein Klecks Teig kommt aufs Brett, das Brett über siedende Salzwasser halten, 3-mal schaben, den Schaber ins Wasser tauchen, wieder 3-mal schaben. Also sobald die so richtig aufblähen im Wasser, das ist dann allerhöchste Eisenbahn. Dann sofort raus, ja? Weil danach sind sie dann verkocht. Spätzle kommen auch in Flein bei Heilbronn gerne auf den Tisch. Brigitte Krumlauf und ihre Freundinnen vom Landfrauenverein haben alle ihren eigenen Spätzle-Trick. Also ich mische meine mit Weizenmehl und Hartweizengrieß. Wenn jetzt 7 oder 8 Leute sind, dann kommen 7 oder 8 Eier rein und dann ein bisschen Wasser. Also ich mache das Wasser mit Ei. Fertige Spätzle aus dem Kühlregal haben weder die Landfrau noch Timo Böckle je gekauft. Packung auf, rein in den Topf, fertig. Können Industriespätzle mit den selbstgemachten mithalten? Das sollen Timo Böckle und die Heilbronner Landfrauen für uns herausfinden. Ins Rennen gehen, ja, Eierspätzle von Rewe. Für 99 Cent à 500 Gramm. Schwäbische Spätzle der Lidl-Eigenmarke Chef Select, ebenfalls für 99 Cent. Settele Eierspätzle geschabt für 1,79. Schwäbische Eierspätzle von Bürger für 1,89. Hilkona Spätzlini für umgerechnet 2,49 € für 500 Gramm. Und Spätzle der Edeka Hausmarke Unsere Heimat aus rein regionalen und biologischen Zutaten für umgerechnet 3,11 €. Die Heilbronner Landfrauen treten an zur Geschmacksprobe. Sie wissen nicht, welche Spätzle von welchem Hersteller stammen und beginnen mit den günstigen Ja-Spätzle aus der Rewe-Discount-Reihe. Und? Die Oberfläche ist irgendwie glitschig. So. Ja. Salz misst nein. Stört auch, dass die alle gleich lang sind. Die Spätzle von Lidl sehen fast aus wie handgeschabt. Die sehen schön aus, ja. Ja. Da fehlt auch wieder Salz. Und wie schmecken die Eierspätzle von Settele? Das sieht aus wie kleine Schupfnudeln für mich. Geschmacklich sind sie besser. Ja. Würziger, gell? Ja. Und geschmacklich sind sie besser. Da ist Grieß drin, das ist jetzt nicht mehr so breiig. Ja. Mhm. Stimmt das? Unser Koch checkt die Inhaltsstoffe und stellt bei den Settele-Spätzle fest. Hartweizengrieß ist noch mit drin. Das hat was mit der Bissigkeit, mit der Stabilität von den Spätzle zu tun, wenn die einfach länger warm gehalten werden. Also macht schon Sinn. Lidl mischt Weizenmehl mit Dinkelmehl, genau wie unser Experte. Dinkel ist ja eigentlich so das schwäbische Urgetreide. Man sagt ja auch Schwabenkorn zu Dinkel. Und Dinkel ist mit Sicherheit auch das Getreide, aus dem die ersten Spätzle gemacht wurden. Neben Mehl entdeckt der Profi allerdings Zutaten, die ihn überraschen. Fast alle enthalten Öl und Zitronensäure. Das Rapsöl, nehme ich an, wird drin sein, damit die Spätzle nicht in dieser Packung aneinander kleben. Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Zitronensäure kann ich jetzt gar nicht verstehen. Gewürzextrakt würde ich sagen, das ist wahrscheinlich, wo vielleicht irgendwas drin ist wie Gelbwurz oder Kurkuma, dass die ein bisschen gelber sind. Rewe bestätigt, dass sie ihre Spätzle mit Kurkuma färben. Und die Zitronensäure soll die Farbe stabil halten. Denn mit nur rund 18-20% ist der Eianteil aller Fertigspätzle im Check geringer als bei handgemachten. Die 4 günstigeren Produkte enthalten Vollei aus Bodenhaltung, Hilkona aus Freiland und Unsere Heimat Bio-Eier. Es gibt ja sogenannte Eier im Tetrapack, ja, also so Eier, die erhitzt wurden, ja, die man dann in so Tetrapacks kaufen kann.
Alle Hersteller bestätigen, keine frischen, sondern erhitzte, das heißt pasteurisierte Eier zu verwenden. Durch das Erhitzen werden Bakterien abgetötet. Edeka, Settele und Bürger betonen außerdem, dass bei der Eierproduktion keine Küken getötet werden. Und auch Lidl zeigt ein Herz für Küken. Überhaupt sind die Zutaten der Lidl-Spätzle identisch mit denen von Bürger. Was natürlich auch daran liegen kann, dass hier bei diesem Produkt von Lidl der Hersteller der gleiche ist wie bei den Bürger-Spätzle. Und auch die Heilbronner Landfrauen stellen eine Ähnlichkeit der beiden Produkte fest. Optisch gut, geschmacklich ein bisschen zu fad. Wie kommen die Spätzlini von Hilkona an? Die Eier, immerhin aus Freilandhaltung. Weil sie so fettig sind, finde ich ja geil. Bisher sind unsere Testerinnen noch keine Fans von Fertigspätzle, aber es gibt natürlich viele Leute, wo auch nicht so das Equipment haben wie mir, wo dann halt froh sind, wenn sie Spätzles ähnliche Produkte kaufen können. Können die Bio-Spätzle überzeugen? Das sind die schlechte Stücke. Ja, das ist mega mehlig irgendwo. Ja, als Mehl wäre oder was? Vom Salz her ist gut. Ja. Ja. Der Salzgehalt ist sehr unterschiedlich von Sorte zu Sorte. Das ist auch sofort sichtbar dann auf der Verpackung. In der Tat enthalten die Bio-Spätzle von Edeka am meisten Salz. Bereits eine Portion von 250 Gramm deckt fast die empfohlene Tageshöchstmenge von 6 Gramm Salz ab. Jetzt will auch unser Experte Timo Böckle mal probieren. Die Spätzlini von Hilkona schmecken ihm am wenigsten. Er vermutet, das liegt am hohen Wasseranteil, den der Hersteller gegenüber Marktcheck mit satten 40% angibt. Ich finde es grundsätzlich toll. Make Spätzle great again. Essen kann man sie alle. Schmackhaft ist das eine mehr und das andere weniger. Und so die Einstellung spielt natürlich auch eine Rolle. Also von der Einstellung her würde ich mich wahrscheinlich für das Bioprodukt entscheiden. Und rein geschmacklich würde ich mich für Bürger und Lidl entscheiden. Und welche Spätzle kämen bei den Landfrauen in den Topf? Also für mich waren vom Geschmack das die beste. Ja. Geschmack und, ja, und von der Konsistenz waren das die beste. Wenn die jetzt noch eine andere Form hätte. Die Nummer 3 und die Form von 2 oder 4, ja, dann wären sie okay. Ja. Genau. Unser Gesamtergebnis. Hilkona Spätzlini enthalten viel Wasser, enttäuschen in Form und Geschmack. Ja-Spätzle sind sehr hell, gleichmäßig, schmecken neutral. Bio-Spätzle von unserer Heimat enthalten die besten Zutaten. Beim Geschmack scheiden sich aber die Geister. Settele-Spätzle sind Geschmackssieger unserer Testerinnen, haben aber Abzüge in der Form. Lidl und Bürgerspätzle sind nahezu identisch. Beide überzeugen die Landfrauen in der Form und unseren Experten im Mundgefühl. Noch mehr Verbraucherthemen gibt es hier und zur ganzen Sendung geht's hier.